Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Onkel Jo Live. Heute mal mit einem kleinen Video, denn ich habe was entdeckt bei Windjammers 2. Das möchte ich euch gerne verraten. Es dreht sich nämlich um ein Geheimnis, einen geheimen Spieler. Und deshalb gehe ich auch direkt mal ins Spiel und spanne euch nicht lange auf die Folter. Moment. Zack. Bisschen leiser machen noch. Ich setze mal den Kopfhörer so halb auf. So. Und zwar gibt es da eine Spielfigur namens Deskman. Und die hat ausnahmsweise nichts mit Sony zu tun, sondern die haben die Entwickler Dotemu hier noch zusätzlich reingebracht zu den 10 Spielern, die es eh gibt. Und ich zeige sie mal, wie man sie auswählt. Einfach irgendeinen Spielmodus starten. Ich mache jetzt mal Arcade. Und hier seht ihr die ganz normalen 10 Spielfiguren, aus denen ihr auswählen könnt. Die gibt's gewöhnlicherweise. Und wenn ihr jetzt die 11. Spielfigur möchtet, dann müsst ihr einfach euren Controller, euer Controllerkreuz, entweder den Stick oder das Stickypad im Kreis quasi bewegen eine Weile. Und wenn ihr das macht, so wie ich jetzt, egal an welcher Stelle, dann macht's irgendwann Bing. Und da ist er. Das kleine grüne Männchen. Je nachdem, welche Spielfigur ihr seid, entweder ob ihr jetzt Player 1 oder Player 2 seid, ist er grün wie jetzt oder rot auf der anderen Seite. Und wenn ihr jetzt rüber lenkt, dann könnt ihr ihn auswählen. Discman. Und der ist recht ausgeglichen, aber seine Bewegungen sehen zum Teil wirklich lustig aus. Ich versuche sie euch mal vorzuführen. Ich spiele jetzt mal schnell diesen Arcade-Modus auf leicht durch und dann seht ihr auch mal den Abspann von dem Ganzen. Der hat eine recht lustige Kappe auf. Da ist ein Gesicht vorne drauf. Das ist ein bisschen seltsam. So, also hier könnt ihr wie am Anfang immer zwischen zwei Spielfeldern auswählen. Ich nehme mal Teilt. Oh, direkt mal ein Angstgegner. Hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. Mit dem komme ich echt nicht gut klar. Aber mal gucken. Oh. Ich weiß auch nicht, was mit dem ist, aber der ist richtig fies zu mir immer. Ist ja einer von den neuen. Der ist selbst auf leicht, finde ich den schwierig. Naja. Bis jetzt läuft's. Ah! Gesagt, getan und schon vorbei. Okay, bisschen Konzentration. So, mal vorbeigehämmert. Einen Treffer noch, dann habe ich ihn. Vielleicht mit einem kleinen. Krieg ich ihn nicht. So, weggedroschen. Runde 2. Vorbei. Ich muss mich ja auch erst noch ein bisschen warm spielen hier.
auf einfach ist das kein Problem. Schwieriger wird es erst auf normal und dann auf hart. Da spielen sie eine ganze Klasse besser und haben dann auch, dann habt ihr leider auch keine Continuous, die ihr euch, also die ihr mitbringt. Und eins könnt ihr euch mal freispielen, aber viel mehr dann auch nicht. So, Runde 2. Wie gesagt, jede Spielfigur hat ihren eigenen Abspann und auch der Discman hat seinen eigenen. Und den will ich euch natürlich keinesfalls vorenthalten. Wenn man schon mal so einen versteckten Charakter hier hat. Oh, direkt den Herrn Wessel. Der wahrscheinlich bekannteste Gegner hier im ganzen Spiel. Der Deutsche. So. Komm, komm, steh auf. Schön gekontert. So, vielleicht habe ich die erste Runde geschafft. Jawohl. I did it. Ah, da hat er mich erwischt. Tricky. Super Raketenwurf, ist klar. Und damit so einem billigen Aufschlagtreffer gleich gepunktet. Da hat er mich. Komm. Eine Runde an den Herrn Wessel. Okay. Okay. Ich sehe schon. Höhere Konzentration ist gefordert. Schmetterball. Und schön weggehämmert. In dem Fall wirklich gehämmert. Der Discman holt da einen 100 Kilogramm Hammer raus. Oder 100 Pfund. Ich weiß nicht, muss man nochmal gucken. Gleich. Wenn man den direkt Volley nimmt. Den Ball. Der Raketenwurf, der ist schon fies, da muss man sich schon die Stelle aussuchen, wo man die Frisbee erwartet. So, gut. Herr Wessel ist besiegt. So gehört sich das. So, Bonus Stage. Jetzt gilt es erstmal Frisbees zu fangen. Ah.
Eieiei. Meine Fresse. Nun ja. Ein paar Bonuspunkte und wenn die gelbe Leiste voll ist, gibt es einen extra Credit. Den werden wir hier aber hoffentlich nicht brauchen. 5 Runden muss ich gewinnen und dann seht ihr den Abspann schon. Runde 3, Satz 2, ja! Fast wäre es schief gegangen. Ah, hat er mich. Reingehämmert ins Ziel. Dafür hat er nicht genug Power, der Discman, um diese Würfe zu stehen. Da wird er mit reingedrückt. So, den Schmetterball hat er aber nicht mehr gekriegt. So. Noch 2 Siege. Dann ist der Abspann schon da. Okay. Ah. Da hat sie mich ausgespielt. Zum Glück in dem Feld nur 2 Punkte für so einen Bodenklatscher. Dann tut's nicht so weh. So, wie gesagt, wir stehen bei einfach, da geht das alles noch. Boah, außer man rutscht vorbei.
So, nur noch ein Punkt fehlt zum Sieg. Den hole ich mir. Und eine Bonus-Stage gibt es jetzt auch noch. Das Hundefangen, Hotdog Distance. Klar, machen wir. So, dann hauen wir weg, Discman. So. Jetzt über Hindernisse drüber springen. Und wenn es geht, vielleicht sogar noch den Hotdog aufsammeln, bevor ich die Frisbee fange. Das ist der Hotdog. Und nein, die Frisbee verpasst. Eieieiei. Und das Finale gegen Herrn Müller. Final Round. Machen wir kurz einen Prozess. Also er mit mir. Eieiei. Den hol ich mir jetzt. Ah, ich dachte vielleicht direkt vorrennen, schneller Punkt machen. Ah. Klappt leider nicht immer. Kuckuck! Jetzt fängt er den auch noch. Noch ist es nicht verloren. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch einen Treffer. Das wird eng. Oh, der macht seinen super Move. Weggekontert. Okay, der nächste Treffer entscheidet. Okay, dann seht ihr den Abspann. So schnell geht's. Lassen wir den Discman mal feiern. Congratulations, Discman! Der Herr Wessel hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, da sind sie nochmal, die ganzen Entwickler, die bei Dotemu am Spiel mitgearbeitet haben.
Ich denke mal, das werden alles Franzosen sein. Seid mir gegrüßt, danke für das coole Competition-Spiel. Und es ist wirklich eine schöne Fortsetzung des alten Data East-Klassikers vom Neo Geo. Da habt ihr den Spirit gut eingefangen. Die kleinen Stocker, die es während des Spiels gab, es lag, glaube ich, jetzt am OBS. Ich hatte das neulich auch schon mal. Und keine Ahnung, warum das jetzt so häufig aufgetreten ist. Naja, wenn ich zu faul bin, das Video nochmal aufzunehmen, dann seht ihr es. Wenn nicht, dann ist es jetzt egal, was ich rede. Blabla. Headbang Club, okay. A game published by Dodd Emu. Okay. Wie viele Leute werden da jetzt noch aufgezählt? Soll ich überspringen drücken? Für das Endbild. Cosmo-Cover, Leute, vom Publisher. Indigo Pearl. All Windjams Fans. Yeah. Das war's, ihr Lieben. Danke fürs Spielen, sagt das Spiel. Danke fürs Zuschauen, sage ich. Ich verabschiede mich jetzt bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und probiert auch mal den Discman aus, falls ihr Windjammers 2 selbst spielt. Ja, bis zum nächsten Video dann mal. Tschüssi, tschüss.